Sis, warum starrt die uns an? Psst, sag nichts. Die wird schon weitergehen, wenn wir vorgeben, nicht sprechen zu können. Okay. Ich dachte schon, wir können hier mit den Baumstumpf reden. Wow, eine Giraffe. Was machst du hier in einem Zug in der Stadt? Ich habe hier noch nie eine wilde Giraffe gesehen. Es liegt daran, dass ich keine wilde Giraffe bin. Ich habe in einem Zoo gelebt. Oh. Oh, ist im Zoo etwas passiert? Im Zoo? Nein. Ich bin krank geworden, sonst nichts. Oh, tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Ich fühle mich befreit. Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Wie ist es in einem Zoo zu leben? Das ist schwer zu beantworten. Ich habe seit meiner Geburt in den Zoo gelebt. Ich kann mein Leben als nicht mit etwas anderem vergleichen. Oh, okay. Dann will ich dich nicht länger stören. Genieße den Rest deiner Fahrt, liebe Giraffe. Vielen Dank, kleine Dame. Wow. Hahaha. Na, überrascht eine exotische Pflanze mir nicht zu sehen, aber ja. Dich überrascht es wohl nicht, dass ich so überrascht bin. Mädel, ich bin eine Exotin. Das passiert mir ständig. Naja, eine Pflanze wie dich sieht man auch nicht alle Tage. Wie bist du eigentlich in die Stadt gekommen? Durch eine Sammlung. Was? Ich gehöre zu einer Sammlung von jemandem, der das Gärtnern etwas zu sehr liebt. Er hat seinen eigenen botanischen Garten für Pflanzen wie mich. Naja, in dieser Gegend überrascht es mich nicht, dass hier jemand mit so einem sonderbaren Hobby lebt. Japs. Und trotzdem bin ich eines seiner wertvollsten Besitztümer gewesen, weißt du? Wenn ich fragen darf, warum bist du jetzt hier? Das hat keinen Grund. Meine Zeit ist gekommen. Fertig. Und ich stört das nicht. Mädel, alles was lebt, muss sterben. Niemand lebt für immer. Ich hatte ein schönes Leben. Was kann man mehr verlangen? Ich frage mich, was ein glückliches Leben für Pflanzen ausmacht. Es kommt darauf an, wenn du fragst. Für uns reicht es aus, wenn sich jemand um uns kümmert. Es freut mich, dass du ein gutes Leben hattest. Und glaub mir, ich mich auch. Mensch, was willst du von mir? Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ein Moment, du bist anders. Du bist nicht wie die anderen. Wie wer? Wie die anderen Menschen, die ich aushalten musste, als ich noch gelebt habe. Woran merkst du das? Ich fühle mich durch dich nicht bedroht. Oh, hast du bei schlechten Menschen gelebt? Mehr als schlecht. Die haben meine Eltern getötet, nahmen ihnen die Stoßzähne weg. Dann brachten sie mich dahin, wo deinesgleichen lebt, um sie zu unterhalten, um sie immer und immer wieder im Kreis herumzutragen. Jeden Tag immer wieder. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, das darf man nicht mehr im Zoo machen. Zoo? Das ist doch der Ort, an dem Menschen andere Tiere beobachten, oder? Ja. Oh, ich wünschte, ich wäre dort gewesen. Aber nein, ich war woanders. Jeden Tag war die Hölle. Jeder Tag war die Hölle. Und irgendwann war Schluss für mich. Und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Es tut mir so wahnsinnig leid, Elefant. Das muss es nicht. Sei einfach nicht so wie diese Menschen. Unterstützt sie nicht. Das wäre schon genug für mich. Wenn du aber mehr tun könntest, würdest du meinen Freunden viel Geld ersparen. Viel Leid ersparen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich helfen kann, aber ich kann es versuchen. Die Menschen müssen von deinem Schicksal erfahren.
Das wird sie hoffentlich zum Umdenken bringen. Danke, dass du überhaupt daran denkst, etwas zu machen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das ist mehr als genug. Als ich in diesen Zug eingestiegen bin, war ich froh, dass ich alles nicht länger ertragen muss. Endlich kann ich meine Eltern wiedersehen. Ich war bei ihnen nur für eine kurze Zeit, aber jetzt bin ich mehr als nur froh. Ich wünsche dir alles Gute im Leben. Danke, aber das muss ich mir erst noch verdienen. Der Gedanke zählt auch, aber ich werde von oben auf dich aufpassen. Drück mir die Daumen. Ich komme hier. Eine Schaukel? Was für ein seltsamer Ort für eine Schaukel. Was? Eine lebendige Seele. Nicht sehr glänzend, aber sehr lebendig. Ich muss der glücklichste Baum sein, dass ich mit einer lebendigen Seele beglückt werde. Obwohl man diese Welt verlassen hat. Du kannst auch reden, aber du redest irgendwie anders. Und was genau klingt an meiner Stimme so anders, junge Dame? Du klingst irgendwie echter, wie jemand, dessen Stimme ich normal finde. Im Gegensatz zu den Stimmen der Passagiere. Das werte ich als Kompliment. Was bringt dich hierher, junge Dame? Oh, ich wandere nur herum und warte darauf, dass der Zug sein Ziel erreicht und mich wieder nach Hause bringt. Das wollte ich nicht wissen, Kleines. Wieso bist du im Zug? Das weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich mit diesem letzten Zug nach Hause fahren, aber ich habe verschlafen und als ich aufgewacht bin, war ich bereits in diesem Zug. Oh, Kleines, man kommt hier nicht einfach zufälligerweise rein. Dies ist ein sehr spezieller Zug. Yay, das weiß ich. Es ist merkwürdig, dass ich urplötzlich hier bin. Das ist nicht merkwürdig, Kind. Es ist möglich, dass die Lebenden in den Zug kommen. Wovon reden Sie, Herr Baum? Diese Person müsste eine Art Verbindung haben oder sehr nah am Tod sein. Sie müssen eine Verbindung mit dem Tod selbst haben. Willst du mir sagen, dass es reiner Zufall ist? Es gibt keinen Zufall, wenn wir über den Tod reden. Es gibt nur das Schicksal. Es ist dein Schicksal, in diesem Zug mitzufahren, weil du auf die eine oder andere Art und Weise den Tod berührt hast. Es ist okay, falls du nicht darüber reden möchtest. Der Fakt, dass du hier bist und lebendig bist, bedeutet, dass der Tod dir deine Chance gibt. Eine Chance? Warum? Wer weiß das schon? Vielleicht liebt er dich. Oder vielleicht denkt er, dass du noch einen Zweck erfüllen musst. Im Land der Lebenden. Hahaha. Von Tod geliebt werden. Das wäre ja was. Das wäre wirklich etwas. Gleichzeitig aber auch nicht. Der Tod liebt jeden und alles. Wie sonst würdest du seine Hingabe zu seinem schwierigen Job, das Aufrechterhalten von Leben und Tod jeder Kreatur der Erde nennen? So kann man auch einen schönen Moment zerstören, alter Baum. Da, du bist besonders, so wie jeder andere auch. Ich glaube, du missverstehst die Bedeutung des Wortes besonders. Ich habe noch viel zu lernen, ja. Wie alt bist du, alter Baum? Und wer weißt du so viel über den Tod? Wie alt ich bin? Mal schauen. Ich weiß nicht mehr, wann sie meinen Samen in die Erde gesteckt hatten. Aber als ich das erste Mal die Sonne gesehen habe, war Krieg zwischen den Menschen. Das sagt leider nicht viel aus. Wir hatten viele Kriege. Ja, ich kannte
Ja, ich kann mit nicht genau in, ich kann mich nicht genau erinnern. Aber die Menschen aus dem Westen sind gerade angekommen. Und die ursprünglichen Menschen kämpften gegen sie. Oh, das ist sehr lange her. Ja, das ist es. Und um deine Frage zu beantworten, woher ich den Tod kenne, du wärst überrascht, wie viele Leben unter meinen Ästen gemacht, geboren und genommen wurden. Jedes Mal, als der Tod mich besucht hat, haben wir ein bisschen geredet. Es ist mir sehr viele alten Bäume ist mit sehr vielen alten Bäumen befreundet. Hast du viele Freunde, die in deinem Alter sind? Leider nein. Viele werden nicht einmal halb so alt wie ich. Ob nun wegen Krieg, ob weil die Menschen ihnen das Leben nehmen. Oh, ich war wohl einer der Glücklichen, schätze ich mal. Tut mir leid, das zu hören. Es muss dir nicht leid tun. Der Tod ist nur ein Durchgang zu einem besseren Leben, zu einem guten Ort. Du scheinst dir aber sehr sicher zu sein. Natürlich. Der Tod und ich sind gute Freunde, schon vergessen. Nicht jeder kommt zu einem besseren Ort, oder? Nur die guten Menschen verdienen es. Ah, du bist gläubig. So ist das nicht. Wir sind Bäume, mein Kind. Wir sündigen nicht. Wir sind die am meisten gequälten, aber wichtigsten Seelen der Erde. Keine göttliche Regel disqualifiziert uns von einem besseren Nachleben. Wir wurden geboren, um zu dienen und zu leiden. Und wir können das nicht ändern. Das tut mir leid, alter Baum. Oh, tut mir leid, dass ich dich nicht mit deinem Namen anspreche. Würdest du bitte? Das ist schon okay, Kindchen. Ich hatte schon so viele Namen. Vergib mir, dass ich erst jetzt frage. Wie heißt du denn? Mein Name ist Vivi. Ah, Vivi, was für ein wunderbarer Name. Er steckt so voller Leben. Im Wort auch als Bedeutung, sag mir, Vivi. Nachdem du diesen Zug verlassen hast, was wirst du dann tun? Nach Hause gehen und schlafen, schätze ich. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Du bist fast genauso wie Bäume. Warum? Versuche doch die Bäume hier zu befragen. Was würden sie tun, wenn sie wieder zurück könnten? Ich versichere dir, ihre Antwort lautet entweder Schlafen oder Photosynthese. Hey, selbst Bäume haben mehr Zweck im Leben als ich. Deswegen frage ich ja. Du hast so viel Potenzial, warum nutzt du es nicht? Es ist nicht so leicht. Da hast du recht. Es ist nicht einfach. Nichts ist jemals wirklich einfach. Hey, komm schon. Ich bin hier erst seit ein paar Stunden. Falls die Zeit hier normal vergeht, ich finde nicht einfach eine neue Bestimmung in ein paar Stunden. Deine Reise ist hier noch nicht vorbei. Was ist, wenn ich zurückkehre, ohne ein neues Schicksal zu finden? Dann schmiede dein eigenes Schicksal. Aber wie? Das entscheidest du selber. Du hast hier Dinge gelernt, die nicht mal Götter wissen. Erzähl ihnen die Geschichte, wie du es möchtest. Oder mach gar nichts. Das ist auch in Ordnung. Eine neue Bestimmung zu finden klingt lustig. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend eins finde. Aber ich schätze, aber ich schätze, die Nacht ist noch jung. Die Nacht ist älter als alles, was wir kennen. Aber ja, die Nacht ist noch jung. Du bist wirklich eine endlose Quelle an Weisheit. Dankeschön.
aber ich glaube, ich habe meinen Zweck erfüllt. Geh und finde deine Bestimmung oder mach nichts. Die Welt ist nicht in deiner Hand, aber deine Welt liegt in deiner Hand. Dankeschön, alter Baum. Ich wünsche dir viel Glück auf den Rest der Reise. Meine Reise ist nur noch sehr kurz, aber dank, Kleines. Dann haben wir ja nun mit allen geredet. Oh. Ich hatte ein schönes Leben, das kann ich mir verlangen. Nein, hier. Nein. Oh. Wie lang, kleine Dame? Wie können Sie lieben, wenn Sie nicht mal auf der Erstblüten einer Blume warten können? Irgendwann wird die Zeit kommen, wo Sie alles verstehen werden. Selbst in den absurdesten Umständen kann man Gemeinsamkeiten finden. Die mögen Menschen wirklich nicht, was? Ich habe keinen Hunger, aber ich wünschte, ich könnte in diesem Zug Photosynthese betreiben. Wenigstens habt ihr Menschen hier einen Speisewagen. Es gibt einen Speisewagen, ja, du kannst einfach hingehen und mit dem Koch reden. Der Koch ist jetzt wieder da? Oh. Neugierde bringt einen wirklich an Orte, mit denen man nicht gerechnet hat. Erstmal ein bisschen streicheln. Wo hast du eigentlich die Milch her? Die ist aus dem Speisewagen. Da sollst du mal hin. Der Speisewagen, ja, okay. Lebe bitte dein Leben in vollsten Zügen. Diese Person da, vielleicht arbeitet sie hier. Wenn du dich entscheiden musst, wähle das Leben. Ich vermisse ihn. Viel Glück dir. Manche Menschen haben nur Rache im Sinn, meine Kleine. Lass mich in Ruhe, Kindchen. Guten Abend, junge Dame. Guten Abend. Sind Sie auch? Wie fragt man sowas? Du willst sicherlich wissen, ob ich lebendig oder tot bin. Ja, tut mir leid, falls das unhöflich ist. Ist es nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, das Konzept von Leben oder Tod gilt für mich nicht. Huch, arbeiten Sie hier, so wie die alte Schlafnerin? In etwa. Kochen Sie hier? In etwa. Aha, ich dachte, die Toten müssen nicht mehr essen. Da hast du recht. Sie müssen nicht essen. Und was machen Sie dann hier? Ich mache Ihnen ein Abschiedsgeschenk. Abschiedsgeschenk? Willst du es mal versuchen? Aber ich lebe noch. Falls ich es versuche, werde ich dann auch sterben? Würde dich das stören, wenn es so wäre? Natürlich. Oh, interessant. Ich dachte, du überlegst schon längere Zeit, es zu tun. Oder, Vivi? Wie? Woher kennen Sie meinen Namen? Und woher wissen Sie, naja, dass... Ich weiß es eben. Das kommt mit meinem Beruf. Möchtest du das Angebot annehmen? Ich?
Du willst doch, oder? Ich... Nein. Danke für das Angebot. Aber ich will noch nicht gehen. Verständlich. Dankeschön. Aber nur damit du es weißt. Das Angebot steht. Keine Bedingungen. Was? Und möchtest du mein Abschiedsgeschenk probieren? Du wirst danach auch nicht sterben. Darfst du das überhaupt? Ich herrsche über die Küche und den Tresen. Ich kann machen, was ich will. Aber, was nun? Haben Sie nicht noch andere Kundschaft zu bedienen? Sehr lieb von dir. Aber nicht mehr. Das hier ist der bekannteste Teil dieses Zuges. Die meisten Mitreisenden kommen sofort zu mir. Sie wollen diese Erfahrung nicht verpassen. Und es ist schon spät, also ist meine Arbeit fast getan. Okay. Falls es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne Ihr Gericht probieren. Das Abschiedsgeschenk. Danke für die Bestellung. Aber es ist nicht mein Gericht. Es ist dein Gericht. Einen Moment bitte. Deine Bestellung ist fertig. Das hier, das ist Ihr Abschiedsgeschenk? Ja und nein. Was soll das heißen? Erzähl mir von dem Gericht. Es ist schließlich dein Gericht. Was gibt es da schon zu erzählen? Es ist eine Tasse grünen Teelatte. Ja. Es ist eine Tasse grünen Teelatte. Und ein Teller Nasi Goreng mit einem Spiegelei. Okay. Servieren Sie das all Ihren Gästen? Nein. Warum dann? Probier es. Okay. Ich nehme einen Bissen. Das ist so lange her. Aber ich erinnere mich. Kannst du mir sagen, woran du dich erinnerst? Okay. Es war ein Sonntagmorgen. Ich bin 8 Jahre alt. Meine Mama hat mir dieses Nasi Goreng für uns gemacht. Ich kenne nur ihre Version. Aber meine Mama war alleinerziehend. Sie hatte mehrere Jobs, damit meine Schwester und ich zu einer guten Schule gehen konnten. Manchmal musste sie sogar am Wochenende arbeiten. Aber an diesem Sonntag, als ich vor dem Fernseher saß, duftete es überall nach dem Gekochten meiner Mama. Also bin ich dem Geruch gefolgt. Eigentlich mussten wir Kinder immer für uns selbst kochen. Oder Mama hat uns etwas gekauft, aber sie musste an diesem Wochenende nicht arbeiten. Und sie hatte richtig gute Laune. Also hat sie für uns alle gekocht. Zum ersten Mal. Lustigerweise. Nicht. Sie hat viel für uns gekocht, obwohl sie immer beschäftigt war. Ich weiß nicht, wieso dieser Sonntag so besonders für mich war. Es war nicht mein Geburtstag. Keiner von uns hatte Geburtstag. Und trotzdem ist mir dieser Sonntag immer im Gedächtnis geblieben. Danke für das Essen. Bedank dich nicht zu früh. Warum? Du hast doch nichts getrunken. Okay. Oh. Was er wohl heute macht? Wie bitte? Ach, nichts. Das Getränk erinnert mich an einen sehr guten Freund. Hast du gute Erinnerungen an ihn? Ja,
Ich hatte einen schlimmen Abend. Ist etwas passiert? Beinahe. Glücklicherweise aber nicht. Es war trotzdem ein sehr schlimmer Abend und er war für mich da. Was hat er gemacht? Er hat zugehört und mir Mut eingeredet. Vor allem aber hat er zugehört und dieses Getränk für mich gemacht. Und das Beste ist, lass hören. Dieser grüne Tee ist nur ein billiger Instant-Tee. Den kann man in allen Supermärkten kaufen. Das war der beste Grüntee, den ich je getrunken habe. Ich verstehe jetzt, was sie hier servieren. Nicht nur eine Mahlzeit und ein Getränk. Sie servieren Erinnerungen. Erinnerungen, die an Essen und Trinken gekoppelt sind. Könnte man so sagen. Aber ja, ich serviere die besten Mahlzeiten, die meine Kundschaft in ihrem Leben hatten. Dabei geht es meistens nicht um das Essen an sich, sondern um das Ganze drumherum. Du könntest das beste Essen der Welt serviert bekommen und es nicht genießen, weil dir die richtigen Menschen oder die richtige Zeit fehlen. Und das geht auch andersherum. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ich existiere, um zu helfen. Wenn ich fragen darf, frag einfach. Seit wann machen Sie das schon? Die genaue Jahreszahl kann ich nicht sagen. Aber ich mache das, seitdem das Gezopf von Leben und Tod existiert. Eine ganze Weile? Ich frage mich, wie soll ich das sagen? Ja, du hast recht. Huch, was? Die beiden haben nach den Apfel gefragt, als sie zu mir gekommen sind. Oha, was für eine Offenbarung. Aber bitte hören Sie auf, meine Gedanken zu lesen. Entschuldige, das kann ich nicht lassen. Naja, okay. Vielen Dank nochmal. Muss die glücklichste Person auf Erden sein, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, obwohl ich noch lebendig bin. Du bist nicht die Erste, aber du bist wirklich eine der wenigen Glücklichen. Nun, ich hoffe, ich habe nicht mein ganzes Lebensglück in ihrer Mahlzeit verschwendet, Armen. Okay, ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Hoffentlich nicht so schnell. Ich drücke dir die Daumen. Und dass du bei deinem zweiten Besuch bei mir eine neue Mahlzeit und ein neues Getränk bekommst. Ja, hoffe ich auch. Genieße die Fahrt, Vivi. Werde ich. Ich wandere schon lange umher. Ich sollte zurück zu meinem Waggon. Ich muss sicherstellen, dass sie mich nicht wieder im Zug vergessen. Ich muss lernen, loszulassen. Wie viel Glück. Sie werden dir leider nicht glauben. Es tut mir leid, dass ich mich bei dir ausgekotzt habe. Alle Menschen davon gesprochen haben, nicht im Licht am Ende des Tunnels zu gehen, dachte ich nicht, dass es so wortwörtlich so sein wird. Endlich werde ich meine Frau wiedersehen. Nun zumindest scheint der Tod fairer zu sein als das Leben. Wer hat hier das Sagen? Ich möchte um meine vergängliche Jugend trauern. Du läufst noch immer hier rum. Du kannst jetzt nichts mehr machen, meine Liebe. Geh einfach zurück zu dem Platz, in dem du eingeschlafen bist.
Du bist ein gutes Kind. Danke. Die Welt der Lebenden ist nur ein Ei. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann versuche ich einfach nochmal mir zu verzeihen und mit allen abzuschließen. Und jetzt sind wir an einem anderen Platz. Puh, was für eine Reise. Hiernach muss ich erstmal 24 Stunden durchschlafen. Huch. Hallo kleine Mieze, wonach suchst du? Sorry, aber ich habe Futter für dich. Ich bin tot, Miau. Ah, um Himmels Willen, ich habe heute bereits zu viel erlebt. Seufzt und eine sprechende Katze überrascht mich. Reiß dich zusammen, Menschlein. Jetzt streichle mich. Oh. Oha. So reden die Katzen also mit Menschen, wenn wir sie verstehen können. Ja, ihr macht ja sowieso, was wir sagen. Verflucht, du bist aber süß. So überleben wir. Durch Stehlen und Süßsein. Hihi, klingt wie jemand, den ich kenne. Mir ist bereits aufgefallen, dass du mir gefolgt bist, Kitty. Huch, Menschlein, und ihre generischen Namen. Hast du einen Namen? Wie soll ich dich nennen? Miezi ist fein. Egal, wieso bist du mir gefolgt? Ich bin einfach neugierig. Neugierig wegen mir. Einfach nur, weil es in eurer Natur liegt. Falls du einfach nur eine weitere tote Person wärst, dann wärst du mir egal. Aber du lebst noch und ich beurteile dich. Die Katzen sind gut im Urteilen, Menschilein. Das kann man leider nicht über uns sagen. Das stimmt, Miau. Wieso beurteilst du mich? Wegen etwas Wichtigem. Aber vorher möchte ich dich besser kennenlernen. Erzähl mir von dir, dann erzähl ich von mir. Kann ich dich zuerst was fragen? Sicher. Also was war dein neuntes Leben, Kitty? So funktioniert das nicht. Falls wir ein Leben verlieren, wachen wir einfach auf, als hätten wir geschlafen. So wie in deinen Videospielen. Oh, ich spiele nicht viel, aber ich verstehe, was du meinst. Also bist du zum 9. Mal gestorben. Miau. Wir verschwenden meist die ersten paar Leben, wenn wir noch Katzenbabys sind. Lernen heißt Opfer bringen. Das stimmt. Ich wünschte, wir könnten auch das Leben kennenlernen. Mit 8 zusätzlichen Leben. Ihr habt bessere Gehirne als wir. Das sollte eigentlich alles kompensieren. Hihi, ich wünschte, du hättest recht. Warum? Was meinst du mit warum? Warum ist dein Gehirn nicht genug? Ich bin mir nicht sicher. Selbst mit diesem Gehirn ist das Leben nicht einfach. Ach, manchmal fühlt es sich so an, als würde unser Gehirn alles schlimmer machen. 9 Leben klingen irgendwie besser. Menschilein, uns wurden 9 Leben gegeben, weil wir die Dinge nur auf die harte Tour lernen. 9-mal zu sterben ist uns außerdem sehr schmerzhaft. Yay. Ein Leben ist auch schon schmerzhaft genug. Ich schätze, jeder hat seine eigenen Probleme. Das stimmt. Also lebst du mit deiner Familie? Neuerdings ja. Mit meiner Mutter und meiner Schwester. Neuerdings? Normalerweise lebe ich alleine. Hatte mir eine Wohnung neben meinem Büro gemietet, sowie meine Schwester. Aber dann ging es meiner Mutter schlechter und jemand musste bei ihr sein. Arbeitet sie? Naja, zu Hause haben einen kleinen Gemischtwarenladen.
Mama hatte Geld gespart in den Jahren, in denen sie gearbeitet hatte. Es war ihr Traum, ein Restaurant zu eröffnen. Aber das war damals sehr kompliziert. Heutzutage ist das sogar noch komplizierter. Also hat sie stattdessen einen kleinen Gemischtwarenladen aufgemacht. Wir verkaufen Dinge des täglichen Gebrauchs. Und manchmal merkwürdiges Zeug, was sie online gesehen hat oder auf ihren Reisen. Heutzutage sitzt sie meistens und plaudert mit den Kunden. Manchmal hatten wir Hilfe, Kinder aus der Nachbarschaft, die Geld dazu verdienen wollten. Aber meine Familie und mich zu haben wäre wohl toll. Deswegen bin ich zurückgezogen. Keine Miete zahlen zu müssen ist super. Aber ich verbringe viel Zeit beim Pendeln. Was ist mit deiner Schwester? Sie hat keine wirkliche Wahl. Sie kommt fast jedes Wochenende nach Hause. Also wohnt immer noch alleine bei den Geschäftsbezirken. Habt ihr einen Garten bei euch zu Hause? Garten? Klar haben wir einen. Mama liebt ihren Garten. Er ist nicht groß, aber es reicht. Klingt nach einer tollen Familie und einem tollen Zuhause. Vielen Dank. Ich habe Glück, dass ich sie habe. Wir haben auch Glück, dass sie dich haben, Menschlein. Da bin ich mir nicht sicher. Ich bin nur eine Bürde für sie. Haben sie dir das gesagt? Was? Nein, natürlich nicht. So etwas zu sagen wäre gemein. Warum denkst du es dann? Weil es wahr ist. Oh, haben sie hinter deinen Rücken geredet? Tut mir leid, das zu hören. Nein. Du lehnst meine Entschuldigung ab? Nein, das haben sie nie gesagt. Du verwirrst mich, Menschlein. Sie haben nie gesagt, dass du eine Bürde bist. Warum denkst du es dann? Hehehe, diese Katze, das ist der Grund, warum ich lieber neun Leben hätte. Das verstehe ich nicht. Aber falls mich ein menschliches Gehirn nicht denken lässt, dass ich die Königin der Welt bin, dann will ich es nicht. Sage ich doch. Bist du fertig mit deinem Interview? Ja. Ich glaube, ich habe genug gehört. Also, was ist dein Urteil? Was ist dein Urteil? Also was ist dein Urteil? Ich glaube, du bist perfekt. Ich brauche deine Hilfe. Hehe, ich glaube nicht, dass ich von Nutzen bin, aber was soll's? Ich bin heute gestorben, das weißt du sicherlich. Ja, ich war auf dem Weg nach Hause, nachdem ich Essen gesucht hatte, bevor mich mein unachtsamer Fahrer überrollt hat. Oh, das tut mir leid, Kitty. Es ist okay zu sterben, wirklich. Das Leben in einer Straßenkatze war nicht gerade glorreich. Aber ich habe etwas zurückgelassen. Etwas, das mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und was ist das? Babykätzchen. Oh nein. Yay, es waren vier. Ich habe mir was zu essen gesucht, damit ich mich um sie kümmern kann. Aber du weißt ja. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir so leid. Sorry, Kitty. Es muss dir nicht leid tun, Menschlein. Weil Menschen haben das getan. Wir sind die Schlimmsten. Oh ja, das stimmt. Obwohl Menschen und Hunde sich darum streiten, wer der Schlimmere ist. Aber zurück zum Thema. Ich hasse es, aber es muss getan werden. Kannst du mir bitte helfen? Was kann ich tun? Soll ich deinen Tod rächen? Das wird schwer, aber ich versuche es. Nein, Dummerschen. Ist es möglich? Ja? Ist es möglich, dass du meinen Babys mit zu dir nimmst? Ich soll mich um deine Kinder kümmern? Stört es dich nicht? Menschlein, ich bin tot. Und du bist die einzige lebendige Person hier. Aber die Schaffnerin und der Koch sind hier. Glaubst du, dass sie interessiert? Denkst du nicht? Naja, tun sie bestimmt, aber sie sind beschäftigt. Falls es ihre Aufgabe ist, dass jede Seele in Frieden ruht,
Und dann würden sie wegen der vielen Arbeit sterben, wobei das Konzept nicht auf sie zutrifft. Glaubst du, dass es okay ist? Ich kann mich kaum um mich selbst kümmern und von Katzen will ich gar nicht reden. Du schaffst das schon. Ich beobachte dich schon seitdem du hier angekommen bist. Du liebst dich nicht selbst genug. Und die fehlende Selbstliebe hast du auf andere übertragen. Wir Katzen haben ein Gespür dafür, Menschlein. Wir wissen es. Bist du sicher? Ich weiß nicht, ob ich für sie ausreiche, aber ich versuche es. Mama würde sie lieben. Meine Schwester würde sich an sie gewöhnen. Das ist die richtige Einstellung, keine Sorge. Sie sind circa 3-4 Wochen alt. Du musst sie nur füttern, ein Zuhause geben und sie lieben. Hat die Mama irgendwelche Ratschläge? Viel Liebe, das kann ich machen. Wo kann ich sie finden? Wie erklär ich das nur, Miau? Oh, ich weiß. Konzentriere dich auf mich. Was machst du? Konzentriere dich einfach auf mich und auf das, was ich denke. Okay. Wow, was ist das? Siehst du sie? Yay. Sie sind in der Nähe des Bahnhofes, ja. Also bitte, keine Sorge, du kannst auf mich zählen. Ich bin mir sicher. Du bist es richtig? Ja. Vielen Dank, Mio. Du hast genug getan, Kitty. Das kannst du jetzt in Frieden ruhen. Nochmal vielen Dank. Hör auf, es zu erwähnen. Ich habe noch eine Bitte, Mio. Was ist es? Darf ich auf deinem Schoß bleiben, bis wir angekommen sind? Natürlich. Vielen Dank, Menschlein. Es ist mir ein Vergnügen. Miss? Oh, bin ich tot? Ich hoffe nicht, junge Dame. Ich bin zurück. Sie waren nicht fort. Sie steckten hier seit Stunden fest. Wie spät ist es? Fast 4 Uhr Zeit für den ersten Zug. Zum Glück ist es Wochenende. Warte, welcher Tag ist es heute? Sie haben recht, es ist Samstag. Puh. Sie sollten sich beim unseren Stationsführerin bedanken. Oh. Die sind das? Hallo. Sie kennen sie? Gut, dann kann ich euch ja alleine lassen. Ich habe noch was zu erledigen. Stellen Sie sich, dass sich niemand mehr der Zug ist. Wird erledigt. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, Kleines. Warum sind Sie hier? Die Arbeit hier schon vergessen? Ich dachte, Sie arbeiten im anderen Zug. Haha, so funktioniert das nicht. Also, auch wenn ich beide Seiten der Station im Auge habe, haben sie trotzdem geschafft, dich einzuschleusen. Stell dir vor, ich würde nur auf einer Seite arbeiten. Meinen Sie Ihr Personal? Nein, ich rede vom Tod. Dieser verstohlene Bastard. Oh. Wie war dein Trip die letzte Nacht? War es eine angenehme Reise? Hey, sagen wir einfach, ich hatte eine lebensverändernde Erfahrung. Gut. Du hast sehr viel Glück, weißt du das? Für die meisten Leute ist das eine lebensbeendende Erfahrung. Aber du hast dein Leben noch vor dir. Ja, das weiß ich. Ich tue mein Bestes. So will ich das hören. Mach es dir nicht allzu bequem hier. Ich glaube, du hast noch ein Versprechen einzulösen, oder? Oh Gott. Ja. Danke für die Erinnerung. Ich bin dann mal weg, Oma. Lebe wohl, mein Kind. What comes after?
hier sollte es sein. Schauen wir mal. Sie sollten hier. Hier sind sie. Willkommen in eurer neuen Familie, Kiddies. Gehen wir zurück zu unserem Zuhause. Und an dich, ja, an dich. Vielen Dank fürs Spielen. Vielen Dank für die Unterstützung. Da bringt sie die Kätzchen nach Hause. What comes after? Ein sehr schönes Game, auch wenn es an gewisser Stelle sehr traurig ist. Aber lässt einen über das eine oder andere noch mal ein bisschen nachdenken. Muss man so ein bisschen zacken lassen, das Ganze. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Game. Bis dahin.